Love it. Aha. Ich habe selber mal Trinken dabei, weil jetzt Dr. O.B. Ziegler eine neue Stadthalle gebaut hat und wie ich vorher gehört habe, sogar ein Häusle gebaut. Ich meine, da ist das Trinken nicht mehr drin. Guck! Hallo. Also, Herr Ziegler, nichts gegen deine Stadthalle. Hanoi, aber es ist ein bisschen ein Scheißdreck. Hammer! Sie ist richtig menschenunfreundlich. Nähen kostet laufen, Ibral hat Stärke. Und was für Dinge? Ah, und weißt du, wenn du da gebrunzen musst? Ah, komm! Da musst du bei Zeit gehen. Sonst ist alles Spaß. Mariette, du redest so schön, sich durch die Stadthalle ist wunderschön. Ich finde sie gut. Sind Geschmackssachen. Ha komm, das hast du gut gemacht, lass dich loben. Weißt du, da geht's im Ländle andere Reichstädte, die planet und planet und planet. Und planet sich's daut. Na kommt wieder ein Bürgerentscheid, na planet sie und planet. Guck mal, ich hab extra das Wasser selber mitgebracht. Weil ich gedacht habe, wenn man so Geld ausgeht, dann bist du jetzt sicher ein Fußklemmer. Weißt du überhaupt, was ein Fußklemmer ist? Ja, der hat einem Furz zweimal, dass der Hose nichts tut, gell? Und weißt du, wie man einen Fuß ganz arg ärgern kann? Wenn man eine Sieb einlädt, dann weiß man zu welchem Loch, dass er raus muss. Aber du, das musst du noch schnell sagen. Was? Mit dem OB seinem Häusli. Ja. Der hat ja finanzieren auf der Bank. Ah ja, klar. Ah ja. Und dann hat der Banker gesagt, das macht man, da kommt ja auch ein rechter Zahltag rein. Und wie sieht es aus mit dem Zurückzahlen? Wie machen Sie das so im monatlichen? Dann hat er gesagt, 50 Euro im Monat. Doch. Dann hat der Banker gesagt, Sie spinnen, ja, da zahlen Sie ja 100 Jahre drauf. Weißt du, was er gesagt hat? Das ist mir mein Häusli wert. Und man muss bloß so, weißt du, zu einer Fasnetzveranstaltung, da wirst du allerhand inne. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass dir der Name gesucht haben, dem Wettbewerb. Ich meine, Forum ist doch nicht schlecht. Guck mal nach, so hat man schon früher zu den Versammlungsplätzen in der römischen Stadtteil in der Antike gesagt. Das ist doch passend für Esling. Lass mal jetzt so stau. Dazu sage ich gar nichts. Ha, Essling ist wirklich auch ein bisschen... Ja, es ist ja recht. Ja. Ja. Und was will jetzt noch etwas Neues nachbauen? Ein Lounge. Ah ja, jetzt wird es selber schlimmer. Forum, Lau. Da bricht ja Gosch an. Das hat man heutzutage so. Und was ist das? Etwas Besonderes. Aber das trifft aus zwei nie, weil da kommen wir nie rein. Weißt du, da sind sie so fein und so essen sie ah, auch. Da bin ich mal gewählt, so etwas. Ah, mach doch keine dicke Backe. Ja, du glaubst nicht. Da geht's nichts zu fressen. Also dabei ist Esslingen doch wirklich eine schöne Stadt. Wunderschön. Also das muss ich immer wieder sagen. Und in Esslingen kann man sogar Urlaub machen. Ja, gell? Wenn du 14 Tage nichts verleben willst, dann bleibst du in Esslingen. Merke das, da sitzen die Einheimischen. Ja, Mary, das war jetzt auch so. Ja, jetzt tue ich es halt wieder raus. Weißt du, wer gescheiter ist? Esslinger oder Berliner? Ha, das ist jetzt auch ein doppeliger Vergleich. Nein, das ist kein doppeliger Vergleich, das sind auch Esslinger. Oh, was? Weil jeder Esslinger weiß, man Berlin ist, aber kein Berliner weiß, man Esslinger ist. Ich sitze nicht, weil ich im Nest drin bis ich ihn beieinander hau. Dann trinken wir halt noch mal. Aber noch käglich. Gell? Hast du daheim einen blöden Alter? Fahr mit ihm zu Gletscherspalten. Und fällt er nicht von selbst hinein, dann musst du ihm halt behilflich sein. Zum Wohl!